Berlin, 30. April 1945. Die Welt brennt, Deutschland liegt in Schutt und Asche und Japan geht es auch nicht mehr so gut. Aber einer lässt sich nicht unterkriegen. Im Führerbunker brennt noch Licht. Ich hocke in meinem Bunker mitten in Berlin. Ich habe Blausäurekapseln und genug Benzin. Die Luftwaffe sputzt die Marine, das Heer, der Zweite Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Kapitulation, ey, da halte ich nichts davon. Ich habe über mir 3 Meter Stahlbeton. Kapitulation, nö, nö, mir bleibt doch Blondie und ne Flasche Chantrey. Du alte Nazi-Sau, kapituliere doch nein. Endlich, Adolf. Du alte Nazi-Sau, das habt ihr euch so gedacht, dass ich kapituliere. Adolf, du alte Nazi-Sau, kapituliere doch kapituliere niemals. Adolf, du Sau. Ich bin mit 53 Leitern im Kriegszustand und die Bomben nicht auf England, sondern Deutschland. Diese alliierten Bomberverbände nerven, weil die nicht nur Bomben, sondern Bombenteppiche werfen. Keiner hört mehr auf mich, jeder macht, was er will. Und hinter allem steckt dieser Churchill. Das tut weh, das tut weh. Ich steh allein da mit Blondie und ner Flasche von Dreh. Du alte Nazi-Sau, kapituliere doch endlich. Nein, ich kapituliere nicht. Du alte Nazi-Sau, ich kapituliere niemals. Adolf, das kommt überhaupt nicht in den Gedanken, dass ich der Churchill hinterher noch ins Fäustchen lasse. Nein, dieser Churchill, ich kapituliere nicht. Ich kapituliere niemals. Oh, das ist so was. Ist ja gut, Blondie. Ist ja gut, Blondie. Ah, wir kapitulieren nicht. Nein, keine Angst. Nein, wir werden den Krieg vielleicht sogar noch gewinnen. Ja, danke schon. Bin auch ganz zuversichtlich. Eigentlich. Ach, jetzt kommt der Abspann. Walter Mörs. Mhm. So. Halt! Das ist ja viel zu schnell! Warte nochmal zurück! Halt! Hm. Ja. Ist ja alles auf Englisch. Komisch. GFB. Großer Führerbunker. Wahrscheinlich falsch geschrieben.